Folge 4: Sonneneruptionen auf der Spur. Auf der Sonne kommt es oft zu Eruptionen, explosionsartigen Ereignissen in der Sonnenatmosphäre. Sie wurden im 19. Jahrhundert in England entdeckt. In der Tat wurde die erste Sonneneruption 1859 von Richard Carrington am Redhill Observatorium südlich von London beobachtet. Lernen wir Carrington kennen, bevor wir zu seiner Entdeckung kommen. Mit 23 Jahren schloss er sein Theologiestudium am Trinity College in Cambridge ab. Doch seine wahre Leidenschaft galt der Astronomie. Nach seinem Abschluss wechselte er an das Observatorium der Universität von Durham, wo er Sterne, Kometen und Asteroiden studierte. Leider war das Observatorium nicht gut ausgestattet. Nach mehreren Beschwerden entschloss er sich zu kündigen und sein eigenes Teleskop zu bauen. Mit Hilfe jenes Teleskops richtete Carrington seinen Blick innerhalb der nächsten 7,5 Jahre mehr als 5000 Mal auf Sonnenflecke. Und dann, am 1. September 1859, geschah etwas Ungewöhnliches. Neben dem Sonnenfleck, den er gerade beobachtete, tauchten zwei sehr helle Lichtstrahlen auf. Als ich am Donnerstag, den 1. September, meinen üblichen Beobachtungen, die Form und Position von Sonnenflecken betreffend, nachging, wurde ich Zeuge einer Erscheinung, die ich für außerordentlich selten halte. Unabhängig davon wurde das Ereignis von Richard Hodgson beobachtet. Ich habe das auch beobachtet. Einen Tag später entdeckte der schottische Physiker Balfour Stewart Auswirkungen auf Magnetometeraufzeichnungen am Kew-Observatorium. Und ich habe es aufgezeichnet. Aber was genau haben Carrington, Hodgson und Stewart gesehen? An jenem Tag zeigte die stärkste aufgezeichnete Sonneneruption ihre ganze entfesselte Kraft. Wie wir in früheren Folgen gelernt haben, zeichnen sich Sonnenflecke durch starke Magnetfelder aus. Manchmal verbinden sich die Magnetfelder neu und setzen dabei riesige Mengen an Energie, Strahlung und Teilchen frei. Diese Ereignisse heißen Sonneneruptionen. Sie sind die energiereichsten Phänomene im Sonnensystem, dauern aber nur wenige Minuten an. Manche Sonneneruptionen erzeugen Sonnenstürme, Ströme geladener Teilchen, die sich mit hoher Geschwindigkeit durchs All ausbreiten und die Erde erreichen können. Wenn die Teilchen in der Nähe der Pole in die Erdatmosphäre eintreten, erzeugen sie Polarlichter. Außerdem stören Sonnenstürme die Telekommunikation und können zu Stromausfällen führen. Die Riesensonneneruption von 1859 war so stark, dass Polarlichter selbst an so abgelegenen Orten gesichtet wurden wie Grönland, Kuba, Peru. An einigen Orten gingen Telegrafen in Flammen auf. An anderen taten sie ohne Strom ihren Dienst. Carrington konnte die Natur dieses Ereignisses nicht verstehen, weil seine Beobachtungen keine Informationen über die Magnetfelder des Sonnenflecks enthielten. Mit dem europäischen Sonnenteleskop werden wir in der Lage sein, die Magnetfelder der Sonneneruptionen zu messen und ihre Entwicklung zu verfolgen. Dies wird es uns ermöglichen, Sonneneruptionen zu verstehen und sie sogar vorherzusagen.